Willkommen zurück zu Secret Weapons over Normandy. Mission 3 steht an. Wir verhindern sie die bevorstehende Landung der Deutschen in Großbritannien. Und wir dürfen Jul 88 fliegen. Was ich sehr begrüße. 28. September 40. Es hat sich herausgestellt, dass Nemesis hinter den Angriffen auf das Battlehawk-Flugfeld steckt. Diese Kerle sind ein ziemlich unangenehmer Haufen, aber sie hätten sich nicht mit uns anlegen sollen. Und vor allem nicht mit mir. Ich stehe kurz vor meinem ersten Spezialeinsatz. Keine leichte Aufgabe, immerhin müssen wir verhindern, dass die Deutschen in England landen. Lyle, der Chefmechaniker der Battle Hawks, hat einen abgestürzten U-88-Bomber zusammengeflickt, den ich abgeschossen habe. Mit diesem Bomber werde ich mich an die deutschen Truppentransporter anpirschen, die an der französischen Küste vor Anker liegen. Ich soll zudem französischen Partisanen helfen. Sie werden ein Flugfeld übernehmen, auf dem wir während der Operation zwischenlanden können. Klingt aufregend. Im Hangar steht ein neues Flugzeug. Übrigens, Chase, im Hangar liegt eine neue Waffe. Schauen wir uns mal die Info an. Die U-88 war eine der vielseitigsten Maschinen der deutschen Luftwaffe. Diese doppelmotorige Maschine wurde als Bomber für den Nachtflug, als Aufklärer und Torpedobomber sowie bei Bodenangriffen eingesetzt. Sie haben zwei Maschinengewehrgeschützen sowie ein Maschinengewehr beim Piloten ausgestattet. So, können wir die ein bisschen upgraden? Ich glaube, das wäre ganz gut. Ich habe ja mittlerweile mehr Punkte übrig, als man denken würde, weil ich bei der Hurricane ein bisschen gespart habe. Ich darf die aber nicht upgraden. Okay, wahrscheinlich, weil das jetzt so ein Spezialflug ist und man die danach nicht mehr benutzt, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, dann muss es wohl so reichen. Wir können uns aber die Bomben aussuchen, die wir mitnehmen wollen. Keine Bomben kennen wir schon, mittlere Bomben sind neu. Die 227 Kilo Spreng- und Splitterbombe. Dank ihres Gewichtes kann sie weitaus größere Ziele zerstören als die 113 Kilo Bombe. Bombenaufhängung erforderlich. Und die große Bombe, die 908 Kilo Spreng- und Splitterbombe, wurde von allem gegen Flugplätze und Fabriken eingesetzt. Aufgrund ihrer variablen Ladung konnte sie auch gegen Schiffe eingesetzt werden. Bombenaufhängung erforderlich. Das ist natürlich sehr mächtig und damit können wir Schiffe wahrscheinlich auch gut versenken. Aber wir müssen gucken, wir haben nur 5 Bomben, ne? Da muss eigentlich jede sitzen. Wir nehmen mal die großen, wenn wir schon mal einen großen Bomber fliegen, dann will ich auch die großen Bomben dabei haben. Zerstören Sie alle Landungsboote, erobern Sie das Behelfsflugfeld. Zerstören Sie die Jägerhangars. Ja, wahrscheinlich nicht mit diesem Bomber, dafür habe ich nicht genug Bomben, glaube ich. Da draußen ist es stockdunkel, was, Chase? Damit eins klar ist, ich habe immer noch den höheren Rang. Also bringen Sie uns nicht unnötig in Schwierigkeiten. HMS Ripley und Cameron an Black Jerry, bitte kommen! Hier ist Black Jerry, wir können Sie hören. Sind in Position. Nehmen Kurs auf Wet Grave. Positiv. Over. Da ist die U-88-Staffel mit ihrer Eskorte. Diese Maschinen bringen uns an den Verteidigungsstellungen an der Küste vorbei. Sie haben uns gesehen. Keine Sorge. Sie werden uns überprüfen, dann lassen Sie uns in Ruhe. Wo kamen Sie denn her? Sind Sie das? Fritz? Ja. Was Sie auch tun, ich bin der Fritz. Ihr Deutsch ist nicht sehr überzeugend. Hallo? Mit etwas Glück, denken Sie, dass unser Funk kaputt ist. Mein Deutsch ist sehr überzeugend, hoffe ich. Der Geist kehrt zurück. Ich dachte, Fritz wäre tot. Er sieht nicht gut aus. Ja, sein Funkgerät muss ausgefallen sein. Nicht schießen. Sie haben es geschluckt. Und jetzt halten Sie Abstand. Aber möglichst unauffällig, bitte. Fliegen Sie ganz gemütlich. Tue ich. Genau Information. Eigentlich hinter der Formation, aber ausreichend, denke ich. Das sind Flachs, Zerstörer, Landungsboote. Wie soll ich zerstören? Das sind viel mehr als 5. Oh shit. Gleich müssen wir den Stützpunkt sehen. Ich sehe da unten schon alles. Ich fürchte, die haben mehr Frachter als wir Bomben. Wenn wir alle versenken wollen, müssen wir nachladen. Das Behelfsflugfeld ist im Nordosten. Unsere französischen Freunde werden es für uns erobern. Sonne 6, wir verlassen sie jetzt. Wiedersehen. Die Jäger setzen zur Landung an. Wenn sie hinter der Küste sind, greifen wir an. Erstmal die Jäger wegfliegen lassen, genau. Die sind irgendwo rechts von uns gerade unterwegs.
Hier ist Junkers Donner 6. Ich bitte um Landeerlaubnis. Landeerlaubnis erteilt. Sie wollen landen. Wir können zum Behelfsflugfeld im Nordosten fliegen oder wir riskieren hier einen Überraschungsangriff. Überraschungsangriff. Müssen wir das auch? Hä? Wo will Ihr Untergebener hin? Keine Ahnung. Sie haben gemerkt, dass wir abgedreht haben. Zu spät. Hey du, komm sofort zurück! Verdammt, Sie haben keinen Funk mehr. Hä? Ich muss den Kommandanten informieren. Jetzt sollten wir uns beeilen. Sicher schlagen Sie gleich an. Alarm! Alarm! Sicher schlagen Sie gleich. Alarm, Alarm. Das ist passend. Wir müssen uns beeilen. Wir wissen nicht, wer der Verräter ist. Teufel nochmal. Schießen wir einfach alle Maschinen ab. Er schießt eure eigene Maschine mal ruhig ab. Viel Spaß. Okay, das war meine einzelnen Bomben. Mehr habe ich nicht. Aber ich würde sagen... Die verdammte Luftabwehr feuert auf uns. Na, jetzt ist los. Das war ein guter Angriff. Ein guter erster Stich. Das ist mein eigener Bordschütze. Wahrscheinlich jetzt gerade Trevor. Da ist auch gegnerische Flak in der Nähe unseres Flugfelds. Die muss ich jetzt mal ausschalten. Zerstören Sie die Geschütztürme, damit die Partisanen vorrücken können. Alter, die fährt gerade schwer beschossen. Ich brenne. Ja, du, ich habe gerade andere Probleme, aber gut. Die eine Flak hat genau den Motor getroffen. Sehr unangenehm. Komm schon. Ich hoffe, die beeilen sich, weil mir geht's nicht mehr so geil. Aber ich habe glaube ich auch alle Flak zerstört, die ich abgekürzt habe. So kann man es auch machen. Nutzen Sie die Verwirrung aus und werfen Sie die Bomben ab. Hab ich doch schon. Mehrere hundert Donner im Anflug. Knöpfen Sie uns vor. Nix. Rufe Black Cherry. Hier ist Cedric. Ah. Hallo Cedric. Schön wieder mit Ihnen zu arbeiten. Wir sind Trevor und Chase. Hallo Freunde. Es tut gut, euch zu hören. Ich hau das Fahrwerk schon mal raus. Ihr könnt jederzeit landen. Ich versuch's. Ich schicke einen deutschen Jäger zu euch. Das ist gut. Ausgezeichnet. Chase, sollte die Situation brenzlig werden, stoppt ihr das Landen. Ja, ich will gerade landen. Ich hoffe, es geht jetzt mittlerweile. Ich hoffe, es war jetzt, hat jetzt gezählt. War das so das richtige Flugfeld? Scheiße. Chase, mein Freund. Siehst du was? Ich bin mir sicher jetzt gerade. Ich bin fast tot. Ah, komm schon. Wo muss ich landen? Das war doch schon das Flugfeld, oder nicht? Ich bin doch halt gelandet. Hat irgendwie nicht gezählt, dammit. Ich hoffe, dass Terry mir jetzt die Gegner vom Leib hält, weil nochmal so eine Landung unter Beschuss überlebe ich nicht. Ich versuch's nochmal. Ja, es war richtig. Wahrscheinlich ein bisschen zu früh gewesen, ne? Komm schon. Komm schon. Nein! Oh, ich hab beschossen! Boah, es war so knapp! Alter! Wir nehmen jetzt die mittleren Bomben natürlich mit. Wir haben anscheinend weniger Vorrat, das heißt, wir kriegen auch einen Flieger, oder? Cedric und ich sind bei Ihnen, Chase. Oh. 109, ne? Trevor hat auch einen eigenen Flieger. Sehr gut. Chase, ich habe jede Menge Bomben. Was soll ich zuerst angreifen? Erstmal verteidige ich mich bitte einfach mal. Dann. HMS Ripley und Cameron und Black Jerry haben Wetgrave erreicht. Beginnen mit der Bombardierung. Tut das. Roger, Cameron. Die Battlehawks sind unterwegs. Wir sind gleich bei euch. Nähern uns den Zielen. Britischer Zerstörer. Wir brauchen Luft. Ich will den anvisieren. Mein Gott, ja. Nein. An alle Einheiten. Feuern Sie aus allen Rohren auf die britischen Zerstörer. Hab ich schon. Bombenhanger. Diese Bomber gehören nicht zu uns. Sie greifen uns an. Holen Sie sie runter. Das waren ein paar von den Bomberhangern schon mal.
Ja, mit der BF-109 ist natürlich ein bisschen geschwinter und gewandter. Der Treffer, aber keinen Kill. Schade. Eben die Flaggen ausschalten. So, wir sollten gucken, dass wir vielleicht noch den Flughafen Hege abschnallen. Der müsste da hinten, glaube ich, sein. Schätze ich jetzt mal so, weil da noch Suchscheinwerfer sind und Hangars. Ich habe nur noch zwei Bomben, aber ich glaube, die Hangars kann ich sonst zur Not auch mit den MGs zählen. Aber ich sehe nur zwei Hangars, da reichen ja auch zwei Bomben. Also was soll's. Ihr beiden könnt eigentlich machen, was ihr wollt mittlerweile. Voller Wut! Habt schon ein bisschen Spaß. Ich komm klar. Black Hawk One, feindliche Bombe im Akku. Das sind zu viele. Können Sie helfen? Die kommen von dem Flugfeld, an dem wir vorbeigeflogen sind. Sie dürfen unsere Schiffe nicht erreichen. Wenn wir die Hangars dieser verdammten Maschinen zerstören, haben wir ein Problem weniger. Boah, das war ein bisschen zu nah dran an der Bombe, wenn ich das mal so sagen darf. Komm, eine Bombe habe ich noch. Wo soll ich die Bombe abwerfen? Auf diesem Flugfeld starten keine feindlichen Maschinen mehr. Gut. Also, die Frage ist, können wir die Landungsboote auch mit MGs zerstören? Ich habe nämlich keine Bomben mehr. Ich würde es mal riskieren wollen. Ich hoffe, dass der jetzt kein Fahrtlicher Zerstörer. Wahrscheinlich schon, weil er nämlich nicht als alliiert angegeben wird. Oh Gott, erstmal den Flak zerstören. So. Das Schiff da hinten, ist das ein deutsches Schiff? Ja, tatsächlich ein Zerstörer. Ich habe ja keine Bomben mehr, ich kann nicht helfen leider. Ich müsste erstmal wieder nachladen gehen. Oh, das ist ein Bomber. Ich dachte, die hätten keine mehr. Achso, stimmt, die Bombe habe ich nicht abgeschossen. Hätte man machen sollen, ich Torf. Ich habe nur die Hangars zerstört, die Bomben standen noch da. Ich dachte, dass sie nochmal starten würden, aber das war ein Fehler von mir. Kümmern wir uns drum. Trevor schon einen abgeschossen. Es ist echt schön in diesem Spiel, wie vergleichsweise hilfreich und fähig die Verbündeten sind, ne? Man ist es gar nicht gewohnt. Cedric hat den anderen, glaube ich, im Schlawittchen oder am Schlawittchen. Hast du ihn, Cedric? War das wichtig? Ich sagte mal, sie sollen den Bomber gezielt angreifen und ich hole so lange neue. Ich habe keine Bomben mehr, ich kann keine Unterstützung bieten, leider. Tut mir leid. Ja, du bist witzig. Was sind neue Bomben? Ihre Schiffe laufen aus. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn wir sie jetzt nicht erwischen, entkommen sie uns in der Dunkelheit. Ja, ich brauche so Bomben, mein Freund. Unsere Zerstörer können nicht alle aufhalten. Wir müssen ihnen helfen. Ja, Trevor. Dann geh doch los und greif an. Kann ich Zerstörer mal auswählen? Kannst du sie gerne angreifen, wenn du möchtest. Oder such dir einfach ein Ziel aus. Nee, du sollst einfach nur irgendwas. Genau. So, wir gehen hier mal landen. Wir müssen einmal nachladen. Nicht der beste Landeanflug, aber Hauptsache es klappt irgendwie. Aber bloß nicht abstürzen jetzt, weil dann muss ich die ganze Mission nochmal machen. Wir haben die Hälfte ihrer Landungsboote zerstört. Das klingt ja schon mal gut. Ihr könnt ja auch ohne mich was. Ich war halt so gierig und wollte alle Luftplätze zerstören. Ich glaube, die mittleren Bomben brauchen wir einfach, sonst dauert das zu lange, die Landungsschiffe zu erledigen. Vielleicht kann ich auch noch einen Zerstörer mir rauspicken. Aber die können sich gut wehren, also muss man vorsichtig bleiben. Position. Das ist schlecht. Battlehawks, unsere der Krieger. Wir wissen, was ihr vorhabt. Schon wieder Nemesis? Verdammt! Diese Bastarde gehen mir langsam auf die Nerven. Ihr Einsatz war vorbildlich, aber umsonst. Sie sind hinter mir. Niemand kann Shit. Uns aufhalten. Erst erobern wir England, dann die Welt. Oh Gott. Ich sag ja, die sind hinter mir. Ich will gerne Zerstörer angreifen, wie es einen von denen. Aber Trevor ist schon dabei? Ich weiß es nicht. So viel zu dachten, dass die Option zu haben.
Und alle down, unser Schiff ist sehr gut. Das war verdammt gute Arbeit, mein Lord. Reicht das schon für die Mission? Ja, okay. Bombardieren Sie das Flugfeld! Attacke! Unser Flugfeld. Lassen Sie keine Partisanen kommen. Statuieren Sie ein Exempel. Wir verschwinden von hier. Ich schlage vor, dass Sie dasselbe tun. Ich bin wirklich kein Feigling, aber das sind einfach zu viele. Wir sollten abdrehen. Also ab nach Nordwesten und über den Kanal. Einverstanden. Ich kann nicht zu meinen Leuten zurück. Also fliege ich mit Ihnen nach England. Bin mir nicht sicher, was von deinen Leuten übrig ist. Ich hoffe, wir sind entkommen vorher. Aber gut, Second Lieutenant sind wir geworden. Die Mission war gar nicht so lang, aber das sieht man halt, wie angenehm fähig die anderen auch sind. Ja, die Schiffe haben es geschafft, ohne Probleme dann die Frachter auszuschalten, nachdem wir die gegnerischen Bomber aufgehalten haben. Trotz der Zerstörer, die noch auf die geschossen haben. Ne? Das ist schön zu sehen. Viel zu selten so. Oh Gott, ein Swordfish bekommen. Ich weiß auch, ich erinnere mich auch instant wieder, warum wir einen Swordfish bekommen haben jetzt. Aber wir haben auch die BF-109 mitgenommen, die wir gelootet haben, geklaut haben. Wir haben alle Ziele geschafft wieder. Cool. Zerstören Sie Jägerhangar, zerstören Sie Bombenhangar. Ja. Halten Sie mindestens einen britischen Zerstörer. Retten Sie mindestens einen. Die sind beide haben überlebt, ja. Weil die gegnerischen Zerstörer haben sie nicht zerstört. Gott sei Dank. Und weil wir die Bomber, glaube ich, vorher erledigt haben, war alles cool. Aber beim nächsten Mal wäre es klüger gewesen, die Bomber am Boden nicht mit zu zerstören. Hätte ich mir das nämlich sparen können. Vielleicht nochmal einen Run fliegen können auf die Zerstörer des Feindes. Aber nö, das war ja völlig ausreichend, was will man mehr. Und die Mission war ziemlich kurz. Ich würde sagen, wir schieben noch einen hinterher. Die Folgen werden unterschiedliche Längen haben, denke ich mal. Aber ich will jetzt keine 60-Minuten-Folge raushauen und so, das ist Blödsinn. 20 Minuten müssen sie mindestens sein, sag ich mal, ne? Und wenn es noch ein bisschen mehr wird, ist auch okay. Da würde ich mich dann auch nicht beschweren. Nach dem Scheitern ihrer Invasionspläne in England konzentrierte sich die deutsche Führung auf Nordafrika. Im Februar 1941 übernahm ein neuer General den Befehl über das deutsche Afrikakorps. Dieser Schritt war entscheidend. Immerhin wäre die Eroberung Nordafrikas mit der Kontrolle über die Ölfelder des Mittleren Ostens gleichbedeutend gewesen. Als die SOE von einem Doppelagenten mit dem Decknamen Weiße Rose von der Ankunft des deutschen Generals in Afrika erfuhr, fasste sie einen Plan, sein Eintreffen zu verhindern. Für diese gefährliche Mission griffen die Alliierten erneut auf ihr Elitegeschwader erfahrener Piloten zurück, die Battlehawks. Jetzt geht's nach Afrika. Retten Sie die Weiße Rose. Mission 4, der General. 12. Februar 41. Wir sind jetzt auf einer Insel im Mittelmeer stationiert. Seit ich zu den Battlehawks versetzt wurde, bin ich ununterbrochen geflogen. Rourke hat sein Wort gehalten und sich einige ziemlich außergewöhnliche Missionen für uns ausgedacht. Es gibt nur eine Regel. Erledigen Sie den Job, egal wie. Ganz nach meinem Geschmack. Rourke meinte, dass unsere Einheit den Ausgang des Krieges beeinflussen könne. Wir dürfen nicht davon erzählen und vielleicht kommen wir auch nie dazu. Rourke hat Informationen eines Agenten mit dem Decknamen Weiße Rose erhalten. Scheinbar schickten die Deutschen ihren besten General nach Nordafrika, um das Kommando über die Truppen zu übernehmen. Wir haben Befehl, seinen Konvoi abzufangen und den Frachter zu versenken, auf dem er sich aufhält. Wir müssen das Schiff erwischen, bevor es einen schwer befestigten Hafen in Libyen erreicht. Die Operation wird dadurch kompliziert, dass die Weiße Rose an Bord eines der Frachter ist. Seit kurzem haben wir noch eine Amerikanerin in unseren Reihen. Sie ist unsere Versorgungspilotin und hat schon bewiesen, dass sie zäh wie Leder ist. Chase, schau mal in den Hangar. Da steht ein neues Flugzeug. Es stehen 3 neue Verbesserungen zur Verfügung. Jede verbessert die Panzerung, das Flugwerk und den Motor. Damit kannst du die Panzerung, die Lenkung und die Geschwindigkeit deines Flugzeuges verbessern. Ich glaube, meine neueste Verbesserung dürfte dir gefallen. Mit ihr kann ich ein Flugzeug mit doppelt so vielen Bomben bestücken. Bomben unterwegs. Hilfreich. Abgesehen davon gibt es jetzt im Hangar einen neuen Munitionstyp.
Okay, wir müssen für diese Mission das die Sorbosch mich mitnehmen. Ich erinnere mich so ein bisschen. Neues Flugzeug natürlich. Die Fairy Swordfish Stringback wurde als Torpedobombe eingesetzt und flog Angriffe gegen feindliche U-Boote. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Versenkung der Bismarck. Dieser britische Doppeldecker war standardmäßig neben dem einzelnen Geschütz nach vorne auch noch mit einem Heckgeschütz bemannt. Ja, dann sollten wir auch upgraden, weil das Ding ist wirklich ziemlich popelig natürlich. Für die jetzigen Verhältnisse. Wir gönnen uns auf jeden Fall Panzerung. Ich habe dein Flugzeug mit der Verbesserung ausgestattet. Viel Glück. Dein Flugzeug wurde mit der neuen Verbesserung ausgestattet. Speed ist nicht so wichtig, glaube ich, für die nächste Mission. Aber ich würde das Flugwerk noch ein bisschen verbessern wollen. Dein Flugzeug wurde mit der neuen Verbesserung ausgestattet. Und ich denke, Bombenaufhängungen werden auch mehr Torpedos bedeuten. Also auf jeden Fall das hier. Ich habe dein Flugzeug mit der Verbesserung ausgestattet. Viel Glück. So, hoffen wir mal, das reicht an Verbesserung für dieses Flugzeug. Torpedos. Der 45 cm Mark 15 Torpedo wurde aus einer Höhe von weniger als 50 Metern und mit einer Geschwindigkeit von unter 250 km/h abgeworfen. Sobald der Torpedo ungefähr 75 Meter im Wasser zurückgelegt hat, ist sein Sprengkopf scharf. Ja, beim Torpedo abwerfen müssen wir einiges bedenken. Aber 12 Stück dürfen wir mitnehmen. Wahrscheinlich hätten wir nur 6 Stück gehabt. Und 12 ist echt viel. Zerstören Sie die Frachter, Weiße Rose muss überleben. Versenken Sie Zerstörer und U-Boote. Ja, mal gucken, was möglich ist. Wir nähern uns dem Zielgebiet, Pauline. Der Konvoi ist in Reichweite. Nochmal, wir wissen nicht genau, auf welchem Frachter der General ist. Dann versenken wir einfach alle. Negativ, drehen Sie ab. Sie dürfen den Frachter nicht angreifen. Agentin Weiße Rose ist an Bord. Laut unserer Aufklärer geben den Frachtern mehrere U-Boote und Zerstörer Geleitschutz. Bringen wir es hinter uns. Für England. Dann wisst ihr, wo sie ist. Da vorne. Torpedo-Flugzeuge im Anflug. Alle Mann an die Flaks. Alle Batterien. Feuer! Ich würde sagen, sie haben uns gesehen. Und, wird das was? Was meint ihr? Chase, werfen Sie die Torpedos präzise ab. Wir haben keine Zeit zum Nachladen. Na, das sieht gut aus, glaube ich. Der geht, glaube ich, genau vorne ins Zentrum. Ich weiß nicht, wie ich beschossen habe. Ich möchte einen Torpedo einschlagen sehen. Treffer. Wo ich den Zerstörer auch treffen werde. Ja. Yeah. Versenkt immer nicht das Falsche. Aber sind ja gut dabei, ja? Ich zieh nur noch einen Zerstörer da vorne. Hier tiefer werden, langsamer werden. Ich werfe mal zwei ab zur Sicherheit, damit ich mir ziemlich sicher, dass einer treffen wird. Komm schon, er sieht schon gut aus. Ja. Oh. Da legst du ihn wieder. Oh, das von alle. Nice. Noch ein Frachter. Den mache ich platt, Leute, kein Problem. Ja, spar deinen MGs. Ich habe keine Torpedos mehr, Chase. Auch so, ich meine, Torpedo fliegt doch schon, oder schwimmt. Nice. Mann, wir haben alle Frachter versenkt. Und alle Zerstörer. Leute. Ohne den General sind die Deutschen nur halb so gefährlich. Mehrere Jäger im Anflug nähern sich unserer Position. Gar nicht gut. Die werden uns überraschen, was? Nicht gerade die feine englische Art. Heute ist Zahltag, Amerikaner. Alle Maschinen ausbrechen und angreifen. Wir zahlen sie schon zum zweiten Mal hinter Ihnen, Herr Chase. Ich schätze, die mögen Sie nicht. Kein Problem, Sie sind in der Unterzahl. Oh shit. Ich habe dich wohl überschätzt. Du fliegst mir direkt vor die Kanonen. Ja, damit ich dir eine einschenken kann. Oder einem Kollegen hier zumindest. An einem kleinen MG, was ich habe. Ja.
Ja, unser Flugzeug ist natürlich nicht gut dafür, jetzt hier gegen BF-109 anzutreten. Da muss ich die Zeit mal ein bisschen abusen. Amerikaner, aber mich kriegst du nicht so leicht. Oh, mal sehen. Halb so leicht reicht ja. Meine Maschine brennt. Ich glaube, ich habe ihn gerammt am Ende. Sie sind ein Teufelskerl. Vielleicht sollten wir zurück zum Flugfeld, bevor wir auf mehr Flugzeuge stoßen. Ja. Das sehe ich ähnlich. Kehren wir um. Ziehen Sie sich gar nicht erst um. Wir brauchen Sie da draußen. Weiße Rose steckt in Schwierigkeiten. Laut Ihrem letzten Funkspruch hat sie ein Fahrzeug, kommt aber nicht an den Patrouillen vorbei. Drei Straßensperren trennen Weiße Rose momentan von der Bergungszone. Das ist ein Fall für dich, Jäger. Bring das hinter uns. Hey, wir haben das Spitfire, oder? Nice. Endlich. In Ordnung. Reicht dann, was ihr wollt. Hören Sie mich? Rose, sind Sie das? Ja, wir sind in eine Falle getappt. Sie sitzen hier fest. Unser Mann ist gestern in Tripolis angekommen. Aber der Konvoi war ein Trick und ich wurde enttarnt. Okay, Jungs, wir müssen hier helfen. Chase, Tommy, kümmern wir uns um die Straßensperren. Ich finde es ja faszinierend, dass hier einfach die Gebäude mit wegbombt. Da. Nicht mehr lange, ja, oder? Wenn die Operation startet, sollten ihre Geschwader weg sein. Okay. Zerstören wir die Hangars. Achso, okay. Ich habe gerade gefragt wollen, soll ich die Hangars zerstören oder nicht? Wäre eine Option. Da steht ein Auto. Fragen Sie, ob Sie Hilfe brauchen. Bin unterwegs. Verdammt nochmal. Rose wurde entdeckt. Chase, schalten Sie schnell den Panzer aus. Okay, ich komm. Ich bin auf dem Weg. Oh. Er fährt direkt zu ihr. Und du fährst direkt auf ihn drauf. Oh. Den hab ich. War's das? An bedrängter Bedrohung für sie? Nee, da ist auch ein Panzer. Okay. Reichen wir denn dies? Nee, die reichen definitiv nicht. Ein Hangar hat es auch überlebt. Ey, beide sogar, zwei sogar davon. Fahr. Schöner Abschuss. Wieder ein toter Gegner. Hoffentlich gehen ihm bald die Flugzeuge aus. Okay, ihr kümmert euch um die Focke Wulfs, dann mache ich weiter mit dem Auftrag. Das ist in Ordnung. Mir geht's eh nicht mehr so gut. Wo sind denn noch jetzt ins Straßensperren? Da hinten war irgendwo eine, ne? Hier ist eine. Okay, ist noch eine dazwischen? Ich sehe keine mehr zumindest. Ich denke, wir müssen nur eine zerstören. Dann gehen wir auch genau da jetzt hin. Erst ein bisschen Hügel gewinnen. Auf Wiedersehen, Jerry! Mir geht's auch nicht mehr so gut, ehrlich gesagt. Oh, ich habe keine Bomben mehr dabei. Fuck! Nein! Der Focke-Wulfs hinter mir.
Wir hätten da gepennt, hä? Ich bin so gut wie tot. Ich muss landen, aber der Volker Wulf ist hinter mir. Der ist fast im Arsch, Staffelführer. Ist er das gewesen? Alleine habe ich keine Chance. Tun Sie doch was. Ja, dann stirbst du, glaube ich, jetzt. Weil ich muss mich auch reparieren gehen. Oder aufstocken gehen. Ah, nein. Der erste gescheiterte Einsatz. Verdammt. ich hatte keine Bomben mehr. Ich hätte zurückfliegen müssen. Da kam der Focke wohl aus dem Nichts, du. Übel. Übel, übel. Ja, am Kontrollpunkt weiterspielen ist jetzt die Option. Ich würde sagen, dann lassen wir die Folge hier enden. Ja, ich nehme jetzt erstmal meine erste Niederlage erstmal hin. Und nächstes Mal versuchen wir den Einsatz nochmal am Kontrollpunkt, ja? Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.